Hallo, schön, dass ihr wieder zuschaut. Ich stelle euch heute meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt vor. Ich will immer aus schmutziger Erde sagen, es ist so falsch. Und ja, ich habe ein bisschen zu viel Naruto in meinem Kopf. Enotensel! Naja, also, es geht eben um meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Den stelle ich euch deshalb vor, weil dieser Manga einfach anders ist. Also, der ist anders als alles, was ich bisher an Mangas gelesen habe. Und ja, ihr werdet es einfach gleich sehen. Ich habe jetzt hier die ersten 8 gelesen. Ich weiß gar nicht, wie viele schon in Deutschland erschienen sind, ehrlich gesagt. Es gibt schon einen Anime dazu. Und was eigentlich so ganz cool daran ist, der Manga war ursprünglich eine Light Novel. Also, es gab zuerst die Light Novel, die wurde dann eben in einen Manga umgeschrieben. Und dann ist, glaube ich, erst der Anime rausgekommen. Achso, und die Story ist noch nicht abgeschlossen. Das ist auch noch wichtig zu sagen. Worum geht's in Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt? Oh Gott, das ist so ein langer Titel. Es geht um einen Mann oder einen Jungen namens Mikami, der stirbt relativ zu Anfang in der Story. Das ist jetzt auch einfach kein Spoiler, weil das passiert einfach auf Seite 13, also es ist echt direkt am Anfang. Genau, also er wird erstochen, er stirbt und befindet sich dann plötzlich so in so einer unendlichen Finsternis und merkt aber irgendwie, dass er noch lebt und dass ihm irgendwie so ein bisschen warm ist und meint so, hä, also ist das jetzt, sterbe ich jetzt oder was passiert? Und kommt aber aus dieser Finsternis nicht raus. Also zuerst denkt er, er sieht einfach nichts mehr, ist irgendwie blind geworden. Er ist also in dieser ewigen Finsternis und er merkt so, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie, ich merke meine Arme, meine Beine nicht mehr, irgendwas ist seltsam. Und er merkt so nach und nach, dass er plötzlich ein Schleim ist, dass er als Schleim wiedergeboren wurde. Also der Gedanke kommt ihm sogar relativ schnell. Der sieht so aus und ich sag's euch, er ist einfach so ultra niedlich. Er ist einfach der süßeste, niedlichste Schleim, den ich jemals gesehen habe. Ich glaube, ich habe noch nicht so viele Schleime in meinem Leben gesehen, aber er sieht einfach total niedlich aus. Er ist richtig knuffig. Und das Ding ist, er wurde nicht in unserer Welt wiedergeboren, weil, haltet euch fest, es kommt jetzt richtig unerwartet, er ist in einer anderen Welt wiedergeboren worden. Oh. Ist auch kein Spoiler, weil sagt uns der Titel schon. Also eigentlich sagt uns der ganze Titel schon, worum es geht. Im ersten Buch. Naja, das Ding ist, diese Welt, in die er wiedergeboren wurde, die hat so einen echt krassen Gaming-Charakter und so einen Gaming-Einschlag. Also das ist so ein, Namen sind das wertvollste Gut, also viele Charaktere da haben noch gar keine Namen, weil das einfach so ein mächtiges Instrument ist, wenn man eben einen Namen hat. Es gibt Goblins, es gibt Schleime, es gibt Drachen, es gibt Orks, es gibt Oger, also es gibt so diese ganzen Wesen. Dann diese Wesen erlernen Skills und bilden sich dann weiter und haben dann Unique Skills und so weiter. Es erinnert echt stark an so ein Game einfach. Das merkt man auch an den einzelnen Seiten teilweise, weil man hat da, zeige euch das mal, hier zum Beispiel die Inhaltsangabe. Da seht ihr schon, das ist so wie so pixelig, wie so ein Spielmenü ist das eben gestaltet. Das finde ich total cool. Und man hat, also man denkt sich am Anfang so, wenn man so die ersten Seiten liest, so, okay, was genau wird das? Aber also es ist halt, es ist wirklich witzig. Aber naja, also ich erzähle jetzt mal weiter. Also worum geht's genau? Dieser kleine Schleim sieht am Anfang nichts. Also er tappt so ein bisschen durch seine Umgebung und versucht so ein bisschen zu fühlen, wo er sich befindet und unterhält sich dabei immer mit seinem Skill, der sich Großer Weiser nennt. Also das ist so ein Skill, den hat er irgendwie bei der Wiedergeburt mitbekommen. Wahrscheinlich, weil er bei seinem Tod an seinen Computer gedacht hat, weil er keinen Bock hatte, dass die Leute sehen, was auf seinem Computer ist. Da hat er so ein bisschen Angst. Und mit dem redet er so ein bisschen. Der große Weise, der hilft ihm nämlich dabei, sich zurechtzufinden. Also der erklärt ihm vieles und er kann ihm dann halt immer Fragen zu allen möglichen stellen. Und der Unique Skill großer Weiser hilft ihm auch dabei, den Skill Raubtier zu erlernen. Raubtier erlaubt ihm, Sachen einfach in sich aufzunehmen.
Das heißt, er tapst da so durch seine Umgebung und weil er irgendwie nicht so ganz weiß, was er sonst so machen will, saugt er alles auf, was ihm so in die Quere kommt. So irgendwelche Pflanzen, Steine, Wasser, also alles Mögliche, was er so findet. Und er merkt auch nach und nach, dass er sich wohl in einer Höhle befindet. Ja, und da tapst er so fröhlich drin rum und redet da mit seinem Unique-Skill und ach, und ist irgendwie so, ja, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und plötzlich macht's fupp und er stößt mit etwas zusammen. Und dieses Etwas ist in dem Fall der große Drache Veldora. Zwischenzeitlich erlernt Remuro auch die Wahrnehmung der Umgebung. Das heißt, er hat dann sozusagen Augen und kann dann sehen, was eben so vor sich befindet und kann dann eben auch Veldora sehen. Und Veldora erzählt ihm dann, dass er in dieser Höhle gefangen ist und dass er keine Möglichkeit hat, rauszukommen, aber so gerne die Welt da draußen sehen möchte. Ja, die beiden, die freuen sich dann irgendwie so ein bisschen an und der Drache gibt dann dem Schleim einen Namen. Und zwar heißt der Schleim von nun an Remuru. Remuru und Veldora kommen so irgendwie auf die Idee, hey, ich könnte dich doch mit meinem Skill Raubtier verschlingen und dann könnte ich dich hier irgendwie rausbringen und dann können wir doch zusammen so ein paar Abenteuer erleben. Wir sind doch jetzt beste Freunde. Und ja, gesagt, getan. Remuru verschlingt dann den großen Veldora und wenn der Schleim etwas verschlingt, dann wird das nicht verdaut oder so, sondern es wird einfach in ihm aufgenommen. Er bleibt aber auch in derselben Größe, also er ist jetzt nicht plötzlich so riesig wie ein Drache, sondern er hat dieselbe Größe wie vorher. Mit dem Drachen hat er halt auch die Kräfte des Drachen bekommen. Das heißt, der Schleim ist relativ zu Anfang schon ziemlich mächtig. Ja, und dann geht eigentlich die ganze Story schon so richtig los. Also die beiden erleben so ein paar Sachen. Rimuru ist super mächtig und verstrahlt eigentlich auch so eine sehr bedrohliche Aura, weil er eben den Drachen verschlungen hat. Weiß das aber nicht. Also er hat keine Ahnung davon, dass er so mächtig ist und ja, rollt da so fröhlich durch die Welt. Und trifft dann auch auf eine Gruppe Goblins, die ihn dann ziemlich schnell zum Anführer ernennen. Also das kriegt er irgendwie immer relativ schnell hin. Aber macht das halt so zufällig. Also er ist irgendwie ziemlich überheblich, aber ist es irgendwie so unfreiwillig. Also er hat sich halt vieles von seinen ganzen Wissen über diese Welt und so hat er sich halt auch durch Computerspiele angeeignet und deshalb greift er halt auf sehr viele Strategien aus den Spielen zurück, um sich in dieser Welt zurechtzufinden. Es ist einfach total witzig, ihn dabei zu begleiten. Ich gebe dem Manga meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt 9 von 10 Herzen. Oder 10. Ah, ist schwierig. Nee, ich gebe 9. Ich gebe 9 Herzen, weil es ist nicht mein neuer Lieblingsmanga. Es ist nicht mein neuer Lieblingsmanga, das hat er nicht geschafft, aber er gehört wirklich zu den besten Mangas, die ich gelesen habe. Die Story hat es mir halt wirklich angetan. Also die ist super lustig und gleichzeitig echt spannend. Also man will schon immer wissen, wie es weitergeht, weil er kullert dann auch so ein bisschen immer von der einen Situation in die nächste, aber halt alles total unfreiwillig und schafft es dann da irgendwie wieder raus. Und es macht einfach total Spaß, ihn dabei zu begleiten, wie er auch diese Welt erkundet, weil diese Welt, in der das spielt, ist einfach so schön. Da gibt es auch relativ am Anfang, sind sie in einer Zwergenstadt und es ist einfach schön, das zu sehen, wie die aufgebaut ist. Und ach, ich liebe einfach solche Stories mit so Wesen, so verschiedenen, die dann zusammenleben. Und ja, also das finde ich einfach total toll. Außerdem finde ich diesen Schleim einfach so mega niedlich. Also er sieht einfach so irgendwie niedlich aus. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht helfen. Der ist einfach hier, guck mal, und dann sind immer so Schleim, Smile. Also irgendwie, ich weiß nicht, das ist total schön gemacht und irgendwie süß aufgebaut. Dann die Kreaturen sind total cool gezeichnet. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist halt dieser Gaming-Ansatz da dran. Das ist einfach ein total interessanter Ansatz und auch wie das halt alles so vonstatten geht, ist total cool. Ich habe halt echt, glaube ich, noch nie so viel gelacht bei einem Manga, den ich gelesen habe. Das ist einfach
witzig und gleichzeitig spannend und mir gefällt halt auch der Zeichenstil total gut. Später kommen dann noch ein paar Oger mit ins Spiel und die Oger, also bisher sind die Oger halt einfach meine Favorites. Die sehen nämlich nicht so aus wie Shrek oder so, sondern ja, da sind schon mal Schnittchen dabei, du. Naja, ja, okay, weiter geht's. Was ich nicht so geil finde, ist ehrlich gesagt, dass Rimuru so super mächtig ist. Also es ist dann teilweise bei manchen Kämpfen fast schon langweilig, weil man halt irgendwie immer weiß, okay, er gewinnt halt eh, weil er relativ schnell auch ziemlich viele mächtige Skills bekommt, dadurch, dass er halt mit seinem Raubtier-Skill alle möglichen Kreaturen auch verschlingen kann und so. Und mit dem großen Weisen, den er dann noch hat, sein Unique-Skill, ist es halt auch so, dass der ihm halt immer hilft und dann sagt, ja, hier, du kannst dann den Skill mit dem vermischen und dann kommt der mächtige Skill raus und das geht mir halt irgendwie alles ein bisschen zu schnell und er ist mir halt ein bisschen zu mächtig. Zwischendurch findet man ihn auch relativ unsympathisch, weil er halt auch so überheblich ist, aber gleichzeitig findet man ihn halt auch irgendwie süß und witzig, weil es halt ein Schleim ist. Ich habe auch gehört von zwei Leuten jetzt sogar, dass der irgendwie edgy sein soll, aber da muss ich sagen, also bisher ist der halt überhaupt nicht edgy. Ich kann jetzt natürlich nicht für den Anime sprechen oder für die Light Novel, aber klar, also der Schleim ist halt echt so ein bisschen so ein Lustmolch. Deshalb kommen schon so ein paar Szenen vor. Ich meine, man sieht hier auch die Lady im Einband, aber auf dem Einband, nicht im Einband, auf dem Einband. Aber es hält sich halt alles im Rahmen. Also der ist halt so ein bisschen halt so ein Lustmolch und steht so ein bisschen auf Ladies. Aber viel edgy, finde ich, ist da nicht zum Glück, weil das würde für mich echt viel an der Story zerstören, wenn das so edgy plötzlich wäre. Und eine Sache gefällt mir auch richtig gut an dem Manga. Und zwar, das ist für mich wirklich so ein kleines Highlight. Auf den ersten Seiten, also im vorderen Teil, wird die ganze Story immer aus Sicht von Rimuru, also dem Schleim, erzählt. Und dann auf den letzten Seiten, das sind immer so, ich muss mal einmal schauen, also ungefähr auf den letzten 20 Seiten wird dann nochmal die Story aus Sicht von dem Drachen Veldora erzählt. Also da aber nur in Textform, also der vordere Teil, alles was Rimuru erzählt, ist halt in Bildform dargestellt und alles was Veldora aus dem Schleim heraus erlebt und mitbekommt, wird dann in Textform erzählt. Und das ist so lustig, weil natürlich der Drache viel mehr Ahnung hat von dieser ganzen Welt und wie die ganzen Abläufe sind. Er sitzt dann immer in diesem Schleim und er ärgert sich dann immer so und denkt sich so, was machst du da? Aber ist sich dann gleichzeitig auch immer nicht so sicher, okay, Moment, aber vielleicht hat er ja irgendwie einen Hintergedanken. Vielleicht macht er das ja irgendwie aus einem speziellen Grund. Der Drache kann aber halt auch nicht genau so in die tieferen Gedanken vom Schleim schauen, aber kann auch nicht mit ihm kommunizieren. Also, und das ist halt so lustig, weil man immer die Geschichte zuerst erlebt aus Schleimsicht und dann zum Schluss auch nochmal so ein paar Erklärungen dazu bekommt, weil der Drache das dann erklärt. Also, und sich aber gleichzeitig total ärgert und immer nicht so ganz weiß, okay, ist das jetzt Glück oder hat es irgendwie einen strategischen Hintergrund, warum der Schleim das gemacht hat. Und das ist ein Ansatz, den ich richtig cool finde. Also das macht echt Spaß, das zu lesen. Also ihr merkt, ich kann diesen Manga absolut empfehlen. Das ist wirklich eine absolute Leseempfehlung, weil der Zeichenstil ist toll, die Story ist super flüssig und schön erklärt, und allen voran, es ist halt einfach anders. Also es ist einfach eine andere Story als alles, was ich bisher so gesehen habe. Und es macht einfach Spaß, man will wissen, wie es weitergeht. Die Spannung bleibt trotz der Übermacht von Rimuru erhalten und deshalb, wie gesagt, 9 Herzen. Ja, falls ihr den schon gelesen habt, könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr das auch so seht, ob ihr auch so begeistert seid. Weil für mich ist es wirklich, also das ist schon einer meiner neuen Lieblingsmangas geworden. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt so ein bisschen einen Einblick geben, worum es in dem Manga geht. Das, was ich euch jetzt erzählt habe, das ist hauptsächlich alles im ersten Band passiert. Das ist natürlich so erstmal die Einführung. Die Geschichte nimmt dann relativ schnell auch Fahrt auf. Vielleicht konnte ich euch jetzt ja auch so ein bisschen davon überzeugen und ihr lest euch jetzt auch die Mangas durch oder schaut euch den Anime an. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir auch berichtet, wie euch der Manga gefällt. Und ja, freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Matane!